Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier spricht die Shalia. Ich habe gerade eine Mittagspause gemacht und ich habe gedacht, ich habe Lust, irgendwie heute ein bisschen zu philosophieren. Und jetzt missbrauche ich einfach Facebook Live dafür. Das ist eine total tolle Möglichkeit, um die Gedanken, die so herumschwirren, mit anderen zu teilen. Ich komme nicht nur aus der Mittagspause, sondern auch aus eine Free-Flow-Woche. Eine Free-Flow-Woche, in dem ich keine Termine im Außen habe. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Und wo ich ganz viel Zeit in Italien in der Sonne verbracht habe. Und wie so oft kommt man in diesen Zeiten zu neuen Erkenntnissen, weil man nicht den Tag so eng quetscht mit To-Dos und Gespräche und hat einfach Zeit, mal ein bisschen aufs Meer zu schauen. Und mir ist etwas bewusst geworden, nämlich über Unternehmergeist, und das möchte ich mit euch heute teilen. Erstmal begrüße ich die Jenny, die Birgit, die René, die Janine. Schön, dass ihr da seid. Und zwar folgende Art und Weise, ganz viele Herzchen, die gefallen mir besonders gut, Dankeschön. Und zwar die Art und Weise, wie ich in der Welt auftauche, hat sich verändert. Wie ich in meinem Business auftauche, hat sich stark verändert. Und ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass ich so sehr diese Idee des Unternehmergeistes für mich in Anspruch nehmen kann. Und um das zu veranschaulichen, wollte ich einfach mal kurz erklären, wie ich das früher gemacht habe. Aber bevor ich das tun tue, wollte ich auch auf mein Outfit aufmerksam machen. Habt ihr gesehen? Mein Mann hat heute zu mir gesagt: Shirley, du schaust aus wie ein armes Mädchen, die Kühe bald melken gehen wird. Und ich habe deswegen, als ich dieses Video heute früh mit der Caroline Otzelberger gedreht habe, irgendwie das Tuch, aber meine Haare verändert. Aber doch habe ich gedacht, nein, ich bin ein armes Mädchen, die Kühe melkt heute. Ich möchte dazu stehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein bisschen konservativ und schön. Ich sehe es mir gerade an und müsste dran denken an seinen Kommentar. Und zwar früher, wie ich mein Business gemacht habe, war auf folgende Art und Weise. Mir kam eine Idee für etwas, was ich gerne haben möchte in meinem Business, in meinem Leben. Also ich möchte zum Beispiel einen Online-Kurs entwickeln. Ich möchte einen skalierbaren Online-Kurs haben als weitere Einkommensstrom in meinem Business, beispielsweise. Und nachdem diese Idee da war, habe ich begonnen zu unternehmen. So, da sind wir schon bei diesem zweiteiligen Wort, nämlich Unternehmer und Geist. Wir sind beim Unternehmerteil. Und zwar, ich habe auf eine sehr verzweifelte und krampfhafte Art und Weise begonnen zu unternehmen. Was heißt das? Das heißt, ich habe versucht, nachdem die Idee gekommen ist, zu überlegen, wie kann ich das realisieren? Ich habe mich hingesetzt, ich habe Pläne überlegt und was ist der Inhalt und wie richtet sich das und wie kriege ich das verkauft und welche Plattform wird das geschehen. Und manchmal in diesem Überlegen, in diesem Unternehmen war nicht klar, was da drin sein soll, was ist die genaue Art und Weise. Und ich wurde sehr schnell frustriert und habe dann begonnen, mit anderen zu sprechen. Ich habe meine Mastermind-Gruppe am Mittwoch angepingt und gesagt, ich brauche eure Hilfe. Ich habe eine Idee für diesen Online-Kurs, aber ich weiß nicht so genau, was alles drin sein soll und wen es sich richtet. Und ich habe begonnen, mit anderen drüber zu sprechen. Und in diesem Besprechen ist oft so, wie soll ich das sagen? Es fühlte sich krampfhaft an. Also ich habe das oft besprochen mit etlichen Leuten über mehrere Wochen, sogar teilweise über Monate. Und ich bin nicht zu zu einer Antwort gekommen. Ich bin nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und jedes Mal, wenn ich so in diesem Stuck State gekommen bin, hatte ich aber in meinem Kopf, aber ich möchte das tun und durchsetzen, habe ich begonnen, noch strenger und härter zu pushen, das noch
angestrengter anzugehen. So nach dem Motto, je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber rede, desto mehr ich pushe, desto klarer ist es, dass ich irgendwann mal an mein Ziel komme. Das fühlte sich nicht nur sehr, sehr, sehr eng an und nicht so schön und we sehr wenig kreativ, sondern auch, ich habe irgendwann mal das gemerkt, ich halte selber irgendwie einen Prozess auf. Und ich konnte es damals nicht wirklich in Worte fassen, aber jetzt, 2 Jahre später, kann ich sagen, ich habe nicht eine gute Balance gehabt. So, jetzt erzähle ich, was ich damit meine. Also in diesem Wort Unternehmergeist gibt es zwei Komponenten, der Unternehmer und der Geist. Und ich habe gedacht, jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, muss ich alles kontrollieren, bis ins letzte Detail, alles selber bestimmen, herausfinden, planen und umsetzen. Und ich habe überhaupt keinen Platz gelassen für diesen Geistanteil. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es sind einige Leute noch hinzugekommen. Frank und Anja und Gelinda und Christian und Natalie und Lena und Silvia und Katja. Also hallo und so, sehr schön, dass ihr dabei seid. Gebt mir einen Thumbs up oder ein Herzchen, um auch hallo zurück zu sagen, dass ich euch spüren kann. Und zwar lasst uns über diesen Geist sprechen. Und was ich gesehen habe letzte Woche, noch viel klarer als vorher. Danke für die Thumbs up. Kann ich, ach, das ist gut, ich kann euch spüren. Nicht das unsichtbare Publikum nur die ganze Zeit. Und zwar, wenn ich in die Welt hinausschaue, auf das Meer, auf den Himmel, auf die Hügel, die Berge, die Natur. Letzte Woche war es in Italien ganz viele Ameisen und Wespen und Fliegen und ich weiß nicht was, was überall war da draußen in Italien. Was ich erkennen kann, auch nachts, wenn der Himmel dunkel wird und ich die Sterne anschaue und die Galaxien dahinter mir ahne, ist, dass es eine Art von Intelligenz gibt. Eine Intelligenz, die Planeten drehen lässt. Eine Intelligenz, die Galaxien entstehen lässt. Eine Intelligenz, die sich widerspiegelt in jeder Zelle unseres Körpers. Man sagt sogar, dass manche biologische Prozesse in uns bis auf die kleinste Detail ausschauen wie ganze Universen oder Galaxien. Es ist sowohl komplex, bis in die minuskule Mikrowelt, Mikrokosmos und genauso in die andere Richtung des Makrokosmos. Jetzt bin ich kein Wissenschaftler und ich drücke mich da nicht so richtig aus, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist aber auch so, dass es eine Leuchte gibt, ein lebender Anteil von uns, ein Spirit, wenn man so will, das durch uns durchgeht. Also die Tatsache, dass ich mit euch reden kann hier über Facebook und dass meine Lebensenergie über dieses Medium eingefangen wird und in eure Richtung geht, trifft euer Licht, euer Lebendigkeit, euer Spirit da draußen. Jetzt gebt mir noch ein Feedback dazu, dass ich das spüren kann durch Likes oder kleine Herzchen, was auch immer du da hast. Also wir sind in Kontakt und diese Lebendigkeit kommt uns durch uns durch. Und das ist auch Teil dieser Intelligenz. Diese größere Geistintelligenz da draußen. Und gestern habe ich ein Buch gelesen, und zwar, es ging um Scrum, so nach dem Motto, wie du das Doppelte schaffst in die Hälfte der Zeit. Und das Buch geht um die Scrum-Methode. Das ist eine Art zusammenzuarbeiten. Es wurde entwickelt für Softwareentwicklung und später wurde es eingesetzt in Automobilherstellungen, in alle Bereiche, wo Teams gemeinsam Dinge in die Welt setzen. Und eine Zahl, die dort genannt wurde, um ein Prinzip zu veranschauen, war diese Fibonacci-Zahl oder Fibonacci-Sequenz. Kennt ihr diese Sequenz? Sagt euch das was? Ich habe Mathe studiert und wir haben das leicht angekratzt im Studium. Und zwar eine Fibonacci-Sequenz ist, wenn du eine Menge von Zahlen aufreißt und die zwei Zahlen vor dem dritten Zahl zum Beispiel addieren zusammen für diesen Zahl. Das heißt,
angefangen mit 1 und dann 2 und die zusammen machen 3. Also wäre die Fibonacci-Sequenz 1, 2, 3. Würde man wiederum 2 und 3 zusammenstellen, würde man auf 5 kommen. Also 1, 2, 3, 5. 3 und 5 ist 8. Also die nächste Zahl in der Fibonacci-Sequenz wäre 1, 2, 3, 5, 8, dann 13 und so weiter und so fort. Und was die Fibonacci-Sequenz darstellt, ist ein etwas Erstaunliches, nämlich wenn man in die Natur schaut, taucht diese Art von Nummern oder Zahlen oder Sequenzen immer wieder auf. Egal, ob man eine Muschel ansieht oder gewisse Proportionen, die in der Natur stattfinden. Es ist scheinbar irgendeine fundamentale Sequenz, die sich immer wiederholt, die durch diese größere Intelligenz entstanden ist. So, jetzt komme ich zum Eigentlichen zurück, zu unserem Business und was das mit uns zu tun hat. Nämlich, wenn ich wirklich mir gewahr werde, es gibt eine größere Intelligenz, die Galaxien entstehen lässt und Fibonacci-Sequenzen überall in unserer Welt widerspiegeln lassen, dann habe ich eine wahnsinnige Intelligenz. Und mir kommt die Idee, vielleicht muss ich nicht dafür verantwortlich sein, dass das Universum funktioniert. Ich muss natürlich nicht eingreifen, damit unser Planet sich dreht. Ich muss nicht eingreifen, sodass meine Lungen Luft pumpen und das Blut durch mich durchfließt. Ich muss nicht eingreifen, sodass eine Muschel entsteht, so eine von diesen schneckigartigen Muscheln, dass diese Fibonacci-Sequenz geschieht. Das geschieht ganz ohne mich. Und dann müsste ich mich natürlich fragen, letzte Woche, ich habe mich gefragt in Italien, wenn ich in die Welt hinausschaue, was ist meine Rolle daran wirklich? Und wie gescheit bin ich denn überhaupt wirklich? Und jetzt kommen wir darüber zu dem Punkt, warum das meine Art Business zu machen verändert hat und wie das heute ausschaut. Nämlich, wenn ich nicht alles kontrollieren muss und wenn ich eigentlich hinschaue, kann ich erkennen, ich habe mir nicht mal die Ideen in meinen Kopf gepflanzt. So, jetzt, das ist eine Sache, it blows my mind. Stell dir vor, wir gehen den ganzen Tag herum und wir klopfen uns auf den Schultern und sagen, ich habe eine geile Idee. Ja, hast du eine geile Idee? Ich habe keine geile Idee. Die Idee wird mir gegeben. Also es kommt zu mir von irgendwoher. Und irgendwie habe ich die Fähigkeit, diese Idee für einen Online-Kurs beispielsweise oder ein neues 1-zu-1-Programm zu machen. Ich empfange das, aber es scheint mir so, als würde diese größere Intelligenz, dieser Geist und Unternehmergeist, wenn es um unser Business geht, es will sich in dieser Welt kreativ ausdrücken. Und es tut es durch Blumen, es tut es durch Bäume und Flüsse. Und Fibonacci-Zahlen, es hat gerne, ist scheinbar eine gewisse Logik und Symmetrie. Und was ist, wenn ich ein Ausdrucksform bin von einer Idee. Wir nennen das Business und es kommt durch mich durch. Ich empfange diese Idee. Und was ist, wenn mit dieser Idee gleich mitgeliefert werden alle Puzzleteile, alle Strategien, alle Dinge, die notwendig sind, um diese Idee ein Leben einzuhauchen? Das ist, was wird. Das ist wie eine Blume plötzlich da ist und dieser Ausdruck von Kreativität, diese universelle Intelligenz ist genauso wunderschön wie diese Blume und freut dieser Schöpferkraft. Und was ist, wenn ich durch mein Eingreifen, mein ständiges nur drüber nachdenken und krampfhaft das pushen wollen, eigentlich die natürliche Flow der Dinge verhindere? Weil es braucht mich ja nicht. Wir haben gesehen, dass das alles hier so funktioniert, ohne mein Eingreifen. Und als ich das gesehen habe und begonnen habe, mein Business so zu machen, sieht es nämlich jetzt so aus. Es kommt mir eine Idee, ich könnte was machen. Ich sehe es nicht als meins an, irgendwie meine gescheite Idee, mein Ego, das diese Idee entwickelt hat. Es könnte genauso Natalie, Laura, Claudia, Thomas, Andrea, andere
diese Ideen fangen oder andere Ideen empfangen. Mit mir hat es vielleicht gar nichts zu tun und ich kontrolliere es nicht. Ich lasse es einfach sein und seinen Lauf nehmen. Ich nehme es wahr und ich warte auf Signale. Was ist das nächste Teil? Und hier ist das Ding. Eine Idee, die in die Welt hinein möchte, ist so gescheit und so clever, so lustig, dass es von überall Ressourcen herholt und plötzlich entfaltet es sich vor meinen Augen in unterschiedlichen Zeiträumen. Genauso wie ein vollständiger Baum ewig lang braucht, bis es richtig groß ist, so die Pinienbäume in Italien bei 80 bis 100 Jahren. Oder die Blume, die in wenigen Tagen aufgeht und dann wieder vergeht. Jede Idee hat einen anderen Zeitrahmen. Aber wenn ich es einfach zuschauen, entfalten lasse und es entspannt nehmen, das leicht halten wie ein Schmetterling, dann passiert Folgendes. Es passiert die Tatsache, dass ich mich 100% darauf verlassen kann, dass eine Lösung kommt und dass sie genial sein wird. Und obendrein wird es oft sehr überraschend für mich sein, weil ich mich nicht hingesetzt habe und ein sehr spezifisches Resultat vor Augen gehabt habe und meine Welt, meine Projektidee so klein gedrückt habe mit einer konkreten. Stattdessen kommt irgendwas raus, meistens viel reicher, viel vielfältiger, als ich es mir vorstellen könnte. Ich gebe euch ein Beispiel, um das konkret zu machen. Ich weiß nicht, wen ich schon abgeschreckt habe. Seid ihr noch da? Mach irgend so ein Lebenszeichen in Form von einem Kommentar oder ein kleines Symbol, dass ich weiß, ihr seid nicht alle weggegangen. Jedenfalls Beispiel vor, es müsste 3 Monate gewesen sein, 4 Monate gewesen sein. Irgendeine Idee, das gekommen ist. Und die Idee war so ein bisschen in die Richtung, wie schaffe ich es, das, was ich bisher gelernt habe und erfahren habe, Marketing und Business Know-how, wie kann ich das wirklich komplementieren mit meinem neuen Bewusstsein, dem Mindset, die ich in den letzten paar Jahren zusammengebracht habe, also für mich entwickelt habe. Und wie bringe ich diese beiden Dinge zusammen zu einer Gesamtheit, zu einem sinnigen Stück? Weil bisher hatte ich irgendwie, du konntest bei mir buchen, das Business und Marketing oder das Bewusstsein und Mindset zum Beispiel. Die Idee kam, bring die zusammen. Und anstatt mich hinzusetzen und zu sagen, hey, Mastermind-Leute, lasst uns das brainstormen, ich muss wissen, wie das ausgeht. Ich bin ganz still geworden, bin ganz neugierig geworden und ich habe einfach gewartet, was kommt. Und ich habe hier einen Impuls bekommen und dort eine kleine Idee und dort etwas, was ich gesehen habe, was eine Zeit lang gebraucht hat zu reifen. Und plötzlich letzte Woche, als ich in Italien war, hatte ich plötzlich wie ein Aufwellen von Drang nach vorne, um ein neues Programm zu entwickeln. Und dieses neue Programm bringt alles zusammen, wovon ich gesprochen habe, also Marketing und Business und Mindset und Bewusstsein. Und es war einfach dort. Also frag die Simone, weil ich habe Simone, unseren Enrollment Coach, angepinkt und gesagt, Simone, ich werde da was verändern. Da kommt, da wälzt sich was auf in mir, da will was raus. Und es geht in diese Richtung. Ich habe kurz mit ihr darüber geredet, dass bald was kommt, sodass sie vorbereitet ist. Und dann war es einfach dort. Und zwar in kürzester Zeit. So richtig flutschig und ohne Anstrengung. So nun, darüber wollte ich gar nicht heute sprechen oder überhaupt ankündigen, dass ich ein neues Programm habe. Ganz und gar nicht. Sondern ich wollte über diese Prozessveränderung sprechen. Und ich wollte auch jetzt, oder ich möchte jetzt darüber reden, auch ein Verständnisunterschied zu früher. Früher habe ich auch gedacht, dass immer wenn eine Idee kommt, dass sie umgesetzt werden muss. Und diese Umsetzung, die folgt, muss auch zum Erfolg führen. So, ich gebe euch ein Beispiel.
In diesem alten Denken hatte ich dieses neue Programm. Ich habe diese Landingpage, die ich entwickelt habe, und das Programmblatt dazu, wo das alles beschrieben ist, was ich jetzt heute Nachmittag mit Simone besprechen werde. Und ich hätte gedacht, so, jetzt ist das in der Welt, das muss auch jetzt was werden. Ich muss das an x Anzahl von Leuten verkaufen, ich muss das zum Vermarkten bis zum geht nicht mehr, damit daraus überhaupt was wird. Und ich hätte mich festgebissen an diese Zahlen, also an die Anzahl der Leute, die an Bord kommen sollen. Und ich hätte gesagt, okay, wenn das so kommt, wie ich denke, dann ist es Erfolg. Und wenn es nicht so kommt, ist es ein Misserfolg. Heute sehe ich die Sache gänzlich anders. Wenn ich nicht alles so krampfhaft bis ins Detail also kontrollieren muss, sondern die Idee ist da, diese wahnsinnige Intelligenz, die das Leben steuert, ist dran. Die wird wissen, wofür diese Idee in die Welt gekommen ist. Vielleicht ist diese Idee in die Welt gekommen, um etliche Leute an Bord zu bringen und das Programm zu fühlen und dass wir eine Zeit zusammen verbringen und dass die Leute eine riesige Transformation erleben. Vielleicht ist das Programm in die Welt gekommen, um eine zweite Idee anzustoßen, die noch nicht dort ist, also um einen Misserfolg zu haben, sodass das nächste Platz bekommt. Vielleicht ist es nur ein Vorschritt zu was anderem, was ich momentan nicht sehen kann. Das weiß ich nicht. Und weil ich das nicht weiß und nicht wissen muss, kann ich da super entspannt mit der Idee umgehen, spielen, aufs Spielfeld gehen mit dem und schauen, was passiert. Und beobachte mit der Zeit, wofür es in die Welt gekommen ist, weil ich es wahrscheinlich jetzt nicht sehen werden kann. Kann. Oder wie auch immer man auf Deutsch sagt. So, jetzt kommt die Frage vielleicht auf in deinem Kopf. So, schau dir, meinst du, ich meine, ich muss nichts tun oder was? Ja, also ich soll eine Idee fangen und nichts machen? Ja, ich möchte nicht, dass du das denkst, weil deswegen steht oben hier in dieser Facebook-Live-Video-Leiste Unternehmergeist. Weil der Unternehmergeist ist eine Kooperation. Es ist ein Tanz, wenn man so will. Und zwar der Geist, der uns diese Ideen gibt, der freut sich am meisten, wenn wir mittanzen und wenn wir auf eine leichte Art und Weise beginnen zu unternehmen dort, wo es uns inspiriert. Das heißt, ich werde natürlich sehr wohl mein neues Programm kommunizieren. Ich werde bisherige Kunden ansprechen, weil ich denke, es könnte für sie toll sein und vielleicht haben sie Interesse daran. Und ich werde mit Simone sprechen, für wen das ist und wem sie das anbieten kann. Ich unternehme schon, ja, aber ich tue es nicht auf diese krampfhafte Art und Weise wie vorher. Und ich sehe meine Rolle, wie sie wirklich ist. Ich bin in Kooperation. Und das Leben kommt mir ein riesiges Stück entgegen, diesen Ideen und diese plötzlichen Ressourcen, die auftauchen. Und ich kooperiere mit dem, was da ist. Das ist diesen Unternehmen. Und das ist ganz weit weg von dem, wie ich das gelernt habe, zum Beispiel in etlichen Business-Mentoring-Programmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war früher zum Beispiel in Programmen, wo es hieß, if it's meant to be, it's up to me. Und ich muss eingreifen. Du musst unternehmen. Und du musst deine Komfortzone verlassen. Und du musst hart arbeiten, Tag und Nacht. Und du musst fokussieren und all diese Dinge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst. Aber das ist eine gänzlich andere Art, unterwegs zu sein in deinem Business. Und dieses krampfhaft kontrollieren wollen und krampfhaft unternehmen wollen die ganze Zeit, führt bei vielen zu einem Unternehmer-Burnout mit der Zeit, dass du keine Lust mehr auf dein Geschäft hast, dass du kein Gefühl mehr hast von Kreativität und von Leichtigkeit. Und du beginnst dich und dein Business wahnsinnig ernst zu nehmen und du strahlst auch diese Art von Gefühl auf den Markt raus und die Leute sagen, ob das so anziehend ist oder nicht, was sie da betreibt. Ja? Das heißt, diese neue Art und Weise zu sein, ist nicht nur entspannter für dich als Unternehmer oder Unternehmerin, sondern die ist ein super schönes Gefühl und eine andere Ausstrahlung im Markt, die attraktiver ist. Das ist meine Erfahrung jedenfalls. Jo,
Mehr möchte ich, glaube ich, nicht sagen. Die Claudia hat geschrieben, ich nenne das wahrnehmend sein mit dem, was werden will. Ja, Claudia, das meine ich genau. Ich lese das nochmal vor, Claudia, weil ich das so schön finde. Ich nenne das wahrnehmend sein mit dem, was werden will. Das ist sehr, sehr schön. Und mit diesen Worten schließe ich das heutige Facebook-Video ab und bedanke mich ganz herzlich, dass ich mit euch heute philosophieren durfte. Weil diese neue Art und Weise in der Welt zu sein und aufzutauchen, bedeutet für mich so viel, weil es mein Leben verändert hat. Ich bin ein ganz andere, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein anderes Verständnis von Unternehmer sein und das bringt mir sehr viel. Und das möchte ich einfach weitergeben in diesem Gespräch. Gut, also schönen Start in die Woche. Ich freue mich richtig toll, wieder loszulegen nach einer Woche Free Flow. Und wir sehen uns sehr bald wieder online. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.